Hallo und herzlich willkommen hier nach längerer Pause endlich mal wieder zu einer Runde Euro Truck Simulator 2. Und zwar jetzt mal hier auf neue Art. Ich fange jetzt beim Euro Truck Simulator 2 nochmal eine neue Karriere von Anfang an. Und zwar in der Rolle des Pavel Schmaglinski. Und das, ja, ein bisschen Besondere an dieser Reihe wird sein, wir spielen komplett ohne Mods. Es ist nicht eine einzige Mod drin. Was wir haben, sind natürlich die DLCs und immer der aktuelle Patch. In der nächsten Woche, also um den 8. Dezember rum, soll ja auch das neue DLC dann erscheinen für den Euro Truck Simulator 2. Und ich will ganz einfach hier mal spielen, ohne mir ständig Gedanken machen zu müssen, wenn wieder ein neuer Patch kommt. Funktioniert das noch? Wie sich das entwickelt, kann ich noch nicht sagen. Ich hoffe, wir haben gemeinsam trotzdem ein bisschen Spaß daran. So, und wir sehen jetzt einmal, also wir haben noch nichts. Das ist die allererste, ja, quasi Einführungstour. Unser Stützpunkt wird natürlich in Hamburg sein. Und wir werden jetzt logischerweise ein paar Touren im Auftrag fahren, um das Geld zu verdienen für einen eigenen LKW, den wir bisher noch nicht haben. Wir haben 2000 Euro auf der Kante. Wir fahren für die Firma Blue Ice Transport und der Fahrer ist natürlich der Pavel Schmaglinski. Und ich würde sagen, dass wir hier auch dann jetzt loslegen. Wir steigen einfach schon mal ein. So, ein bisschen Licht machen wir an. Und wie gesagt, nicht eine einzige Mod aktiv. Wir spielen komplett ohne Mods. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, wir haben zusammen trotzdem ein bisschen Spaß an der ganzen Sache. Das gleiche werde ich dann demnächst auch mal mit dem American Truck Simulator machen. Einfach mal unabhängig von Modifikation das Spiel genießen und gucken, wie es läuft. Hier auf der ersten Tour haben wir noch einen Kilometer. Ja, Junge, nu fahr. Habt ihr irgendwo unsere Abladestelle gesehen? So, dann müssen wir einmal eben schauen, wo wir hier hin müssen. Ich habe gar keine Ahnung. Ja, quasi schon mal gut los. Ja. Hä? Aber wieso ist da überhaupt eine... Moment. Ist irgendwas neu? Da dürfte doch eigentlich gar keine Auswahlmöglichkeit sein. Ach so, das ist jetzt schon wie beim... Ja, danke. Das ist jetzt also schon wie im American Truck Simulator. Da gucken wir mal eben in Optionen. Das konnte man ja beim American Truck Simulator einstellen, dass er das immer auf Random macht quasi. So, Möglichkeitssimulator, Bußgelder, oft was länger. So, parken. So, Schwierigkeitswaren parken, sagen wir zufällig.
Das muss dann natürlich auch wieder gesagt werden. Seit wann ist das denn auch im ETS? So, ich sehe trotzdem immer noch nichts. Ach, da! Ganz geschickt, wir müssen gar nicht an die Rampe. Ja, geht ja schon gut los hier. Kleiner Fail direkt am Anfang. Aber das war ich jetzt natürlich im ETS gar nicht gewöhnt. So, ein Stück zu weit gerutscht hier. Dann können wir abladen. Und dann haben wir die erste Tour von einen glatten ganzen Kilometer. Haben wir dann echt schon erledigt. Wow. So, jetzt wird er uns unsere tolle Basis zeigen. Die Wundermusik ist natürlich ausgeschaltet. Vorsichtshalber. Also Musik läuft, aber die Spielmusik ist vorsichtshalber ausgeschaltet. Hier unsere wunderschöne hochherrschaftliche Firmenzentrale. Wir hatten da was an die Wand graffitit, so eine Sauerei. Nach Rasen könnte mal wieder gemäht werden. Und es könnte man in die Container abholen. Wir machen die Rundfahrt einmal komplett. Sieht ja schlimm aus, hm? Na gut, aber erstmal haben wir eh lange noch keinen eigenen LKW, insofern ist das egal. Hauptsache, wir haben schon eine Wohnung und, ja, wie es aussieht, zwei PKW. Ja, dann machen wir mal weiter, wir sind einmal rum. Es ist eine sehr schlichte Garage, nichts Besonderes, aber immer ein Anfang. Ja, dass das eine sehr schlichte Garage ist, da wäre ich jetzt alleine fast quasi gar nicht drauf gekommen. Leider hast du noch nichts, was du dort abstellen könntest, deshalb kannst du hier auch keine LKW sehen. Ja, das ist logisch. Hast du erstmal genug Geld verdient und dir eine Zugmaschine gekauft, so kannst du dich frei bewegen und dein Geschäft von hier betreiben. Viel Glück, danke. So, wir haben logischerweise noch keinen eigenen LKW, das erwähnten wir schon, also sind wir im Moment gezwungen, die schnellen Aufträge zu machen. Und ich würde sagen, wir fahren Dosenthunfisch von Hamburg nach Bremen. So, wir könnten eigentlich immer schon mal so ein bisschen hier, was man da nicht alles einstellen kann jetzt, ne? Dann mal ein Stück zurück. Wir gehen ein Stückchen tiefer. Und wir können das Lenkrad noch ein bisschen anwinkeln. So, ich denke. Ist der Motor schon an? Ja, das ist natürlich sehr laut. Machen wir mal ein klein bisschen lauter. Ist immer so eine Sache, das mit der Lautstärke richtig hinzukriegen. Ihr kennt das vielleicht. Dann ist es dem einen ist es zu laut, dem anderen ist es zu leise. Da so das Zwischending zu finden, ist immer so eine Sache. Machen wir den Motor so ein klein bisschen lauter. So, Licht an und dann geht das los. Wir fahren aber auf jeden Fall rechts rum raus. Wir nehmen gleich das Fragezeichen. Ja, da ist auch noch Fragezeichen. Welches nehmen wir zuerst? Okay, wir fahren rechts rum raus, nehmen den Schlenker sozusagen mit. Tschüss! Oh, juhu, einen Iveco-Händler entdeckt. Das ist doch genau das, was wir schon immer haben wollten. Einen Iveco-Händler. Grüße gehen raus an Ezu.
Ja, was unser erster eigener LKW wird, das weiß ich noch gar nicht. Ist aber bis dahin auch noch ein weiter Weg. Ich hätte schon wieder Bock auf Mercedes. Ich habe mich irgendwie so in den letzten Videos, die ich ja immer schon so gemacht habe, so ein bisschen an Mercedes gewöhnt. Oder habe den immer lieber gefunden, obwohl ich früher eigentlich immer gedacht habe, ist nicht so doll. Aber wir müssen einfach auch schauen, wie das da mit dem Geld aussieht, ne? Weil es ist natürlich klar, dass wir versuchen, uns so bald wie möglich einen eigenen LKW zu holen, weil man dann ganz einfach besser fährt. Also produktiver. Und dann müssen wir dann natürlich auch so ein bisschen auf den Preis schauen und schauen, was uns angeboten wird. Aber das warten wir einfach mal ab. Das entscheiden wir dann kurzfristig. Wird ja dann in dem Unternehmen auch nicht der einzige LKW bleiben. Wir werden natürlich ein weltumspannendes Transportimperium aufbauen. Ihr kennt das. Und wie gesagt, ich erwähne es gerne nochmal, dass diese ganze Videoreihe bleibt komplett ohne Mods. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wie viel Parts das mal geben wird. Ja, also ich könnte jetzt nicht sagen, das wären 50, 100, was weiß ich was Parts. Ich will das jetzt einfach mal machen. Mal ohne Mods. Ich bin gespannt, wie das bei euch ankommt. Ja, ob ihr sagt, ey, das ist überhaupt nicht zu ertragen. Was natürlich kommt, ist dann auch nächste Woche, ist das neue DLC. Wir haben auch jetzt alle DLCs drinne, also die wichtigsten. Was ich nicht habe, ich habe nicht alle Lackierungen. Das sage ich auch dazu. Ich habe einige Lackierungen, aber um Himmels Willen nicht alle. Aber die wichtigen DLCs sind alle drin. Also Schwerlast, Going East, Going Süd, wie sie alle heißen, diese ursprünglichen. Also diese Game-DLCs, sage ich mal, sind alle komplett drin. Auch dieses Schwarzmüller-DLC, die ja eine Zeit lang dann kostenlos war, oder auch so diese kleinen DLCs, ist alles komplett drin. Alle DLCs, die es gibt, außer alle Lackierungen. Ja, und ich hoffe einfach mal, und ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass man hier auch ohne Mods Spaß haben kann. Und ich hoffe, wie gesagt, auch zum Zuschauer. Wenn der Zuschauer natürlich gar kein Interesse am Euro Truck Simulator 2 hat, dann ist das natürlich gehupft wie gesprungen. Aber ich bin mal gespannt. Also ich würde mich echt mal freuen, wenn ihr mal eure Meinung dazu reinschreibt. Und das Ganze wird dann auch, ich weiß noch nicht genau wann. Ich will jetzt hier auch nicht zum Ankündigungspunkt, Punkt mutieren. Aber ich werde mir auch den American Truck Simulator komplett ohne Mods nochmal anschauen. Auch komplett von Anfang an nochmal neu. Und ich denke, das kann man einfach mal machen. Man muss nicht immer mit Mods. Ganz klar, im Landwirtschaftssimulator 2, im Landwirtschaftssimulator 2, alles klar. Im Landwirtschaftssimulator 17, natürlich, da spielen wir nach wie vor weiter mit Mods, das ist gar keine Frage. Aber hier im ETS sowie im ATS werde ich da einfach mal drauf verzichten. Dann gibt es auch keine Probleme mehr immer zwischen Multiplayer und Singleplayer, wenn es dann wirklich mal zu einer Multiplayer-Runde wieder kommen sollte, was ja schon länger geplant ist, aber mir steigt die Zeit alles im Moment über den Kopf. Ich würde gerne wieder so viel mehr machen, aber das passt sich zeitlich im Moment einfach gar nicht so wirklich rein. Naja, viel drüber dürfen wir ja wohl, oder? Gut, das sind jetzt schon mehr als vier drüber. Naja, geht ja auch bergab. Und nochmal die Aufforderung, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr in die Kommentare jetzt schon mal reinschreibt, was ihr überhaupt grundsätzlich von so einer Idee denkt. Und natürlich auch weiterhin das Projekt verfolgt und mir auch mitunter dann immer mal reinschreibt, was jetzt okay ist, was vielleicht besser gemacht werden kann und so. Da gibt es ja immer mal irgendwas. Ich muss jetzt erstmal husten, ich bin gleich wieder da. Sorry. Würde mich mal interessieren. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr euch
oder wenn ihr dem Projekt auch vielleicht eine kleine Chance gebt und nicht von Anfang an sagt, oder ohne Mods ist das ja alles nichts wert. Und ich denke, das tut ihm eigentlich unrecht, weil gerade der ETS und auch der ATS eigentlich, denke ich, auch ohne Modifikation schon eine ganze Menge Spaß bieten. Und man braucht nicht immer zu überlegen, oh, jetzt hier ist wieder ein neuer Patch gekommen. Und ETS 2 speziell ist ja mit Patches immer sehr fleißig, was ja auch ganz gut ist, aber was einen gerade, wenn man Mods gespielt hat, speziell auch auf Mod-Maps, war das immer, oh, läuft es jetzt noch, dann läuft es erst wieder nicht, dann musst du wieder hin und her patchen und dann hast du mit den Spielständen, kommt dann wieder, weil du versehentlich einmal auf dem anderen Patch. Hat jeder von euch schon erlebt, bin ich mir sicher. Also der ETS spielt. Da hat man dann irgendwie einmal den neuen Patch installiert und dann sagt er aber, funktioniert nicht mit der Map, dann patchen wieder zurück, dann sagt er aber, jetzt ist dein Spielstandprofil nicht mehr kompatibel, weil es auf dem neuen Patch war und blag. Und gerade, wie gesagt, mit dem, wie hieß denn das erste? Das ist Going East, das ist das, ja, Going East, Skandinavia. Und demnächst kommt ja das Frankreich DLC. Also wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, habe ich was vom 8. Dezember gelesen. Freue ich mich dann auch schon drauf. Oder werden wir schon hier Terminfracht in aller Herren Länder bringen? Auch ohne Modmap. Und können dann ohne Probleme jeden Patch direkt mitnehmen. Ich habe noch eine Taste vergessen einzustellen, fällt mir gerade ein. Merke ich jetzt gerade beim Bremsen, muss ich gleich dringend noch nachholen. Ja, also wen es auch noch interessiert, wer es noch nicht weiß, ich spiele weiterhin auch mit Tastatur. Allerdings gebe ich Gas und lenke immer noch wieder über die Cursor-Tasten. Als Rechtshänder ist das ein bisschen angenehmer als mit WASD. Auf Q und E habe ich die Blinker, also Q links, rechts Blinker ist auf E, die Warnblinkanlage ist auf W. Dann habe ich auf R die Lichthupe. Und darunter auf A, S und D habe ich die Kamerasteuerung. Weil ich ja keine rechte Hand für die Maus frei habe, weil ich fahre ja mit der rechten Hand. Da kann ich also hier mit D gucke ich nach rechts, da gucke ich wieder geradeaus und mit A nach links. Ne? Wie gesagt, das andere sind so die Blinker. Das ist so die Steuerungsvariante, wie ich sie mir eigentlich seinerzeit beim, ja, sowohl beim ETS als auch beim ATS eigentlich angewöhnt habe. Und was ich jetzt noch vergessen habe, dass ich auch mit der Leertaste bremse. Also ich lege das Bremsen nicht nur auf Cursor nach unten, sondern eben auch auf die Leertaste. Dafür ist die Handbremse bei mir auf dem Einfügen vom Numpad und der Motorstart auf dem Enter-Numpad. Ja, das ist so das, was man sich selbst so ein bisschen rausgeguckt hat und damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Das sieht zwar manchmal recht hakelig aus beim Steuern und beim Lenken, das ist mir völlig klar. Aber ich bin der Meinung, es geht. Ich komme damit zurecht. Oder ist das Wichtigste? So, jetzt düsen wir durch Bremen. Ja, eigentlich gar nicht so gern. Sehen wir mal zu, dass wir hier möglichst schnell wieder wegkommen. Nein, ich habe nichts gegen Bremen. Jedenfalls nichts, was in irgendeiner Art helfen würde. Haha, ja, Brüller, ein Brüller nach dem anderen. Und wir wissen ja alle, was das Schönste an Bremen ist. Richtig, die Autobahn nach Hamburg. So, nun fahr doch mit deinem Man ist ja nett. Aber hätte doch jetzt nicht Not getan. So, der Thunfisch ist da. Taritara.
Achso, weil es die Falt. Der gerade meine Maus funktioniert nicht mehr. Ja, auch das werde ich mir leider nachbehalten, auch wenn es den einen oder anderen sicherlich stört. Ich habe zum Einpacken immer noch quasi meine Drohne dabei. Das ist so ganz einfach. Gerade für Tastatur ist es wesentlich angenehmer. Ich bitte da auch drüber hinwegzusehen, dass das auch dabei bleiben wird. So, dann satteln wir ab. Haben unseren Thunfisch nach Bremen gebracht. So, da fliegen die ersten Punkte. So, fortfahren. Jetzt gehen wir einmal eben, bevor ich das wieder vergesse, einmal auf die Tasten und Knöpfe. Bremse rückwärts legen wir als Sekundärtaste auf die Leertaste. Oder würde ich sagen, kommen wir für diesen Part zum Ende. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich natürlich über eure Kommentare freuen und selbstverständlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch, wie gehabt, allzeit gute Fahrt und bis dann, euer Pavel Schmaglinski. Tschüss!